haben wir in der Situation. Jetzt steht der Kuchen vor Ihnen. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Dass ich den halt dann auf keinen Fall nehmen darf. Mhm. Okay, also die Essstörung wird gerade laut und sagt die Stimme im Kopf. Auf keinen Fall solltest du das jetzt essen. Hallo, ich bin Jasmin, bin Psychotherapeutin in Ausbildung in der psychosomatischen Klinik und arbeite mit Jugendlichen mit Essstörungen und nehme euch heute mit auf eine Sahnetorten-Expo. Das wird sicher eine Herausforderung. Ich gehe jetzt zur medizinischen Zentrale und hole mir eine neue Maske, damit ich wieder frisch in den Tag starten kann, sozusagen. Hallo. Mir ist halt wichtig, gute Arbeit zu machen, dass ich mich selber zufriedenstelle und am Ende des Tages sage, okay, alles Wichtige geschafft und erledigt und am Ende steht null auf der To-Do-Liste. So, wir gehen jetzt hinten raus zum B-Haus, wo unsere Jugendlichen die Stationen haben und genau, nehmen im Prinzip eine Abkürzung durchs Freie. Also wir haben halt zwei Einzelgespräche, eins am Vormittag, eins am Nachmittag, sowie eine Exposition zu einem gefürchteten Lebensmittel und zwischendurch eine Teamsitzung und dann am Nachmittag nur organisatorische Dinge. Das ist schon mein Traumberuf. Ich denke, ich bin noch nicht am Ende angekommen und würde gerne nur in andere Richtungen nur meinen Beruf ausdehnen. Aber vom Inhaltlichen her und von der Arbeit mit den Patientinnen und Patienten würde ich sagen, ja. Das ist mein Büro. Hier finden sowohl organisatorische, bürokratische, dokumentarische Dinge statt, wie auch die Einzelgespräche auf der Seite. Und was konkret wird jetzt bei dir passieren in der Stunde? Also ich werde die Patientin erstmal fragen, wie es ihr natürlich geht, wie es Wochenende war und der Start in die Woche. Weil vor allem Wochenenden immer so ein bisschen kritisch sind. Die war auch zu Hause auf einer Belastungserprobung. Und da kann man dann nochmal so gucken, wie läuft denn das hier erlernte Verhalten auch im heimischen Umfeld. Okay, Leonie, schön, dass Sie wieder da sind. Starten wir erstmal mit der Gewichtskurve und schauen dann weiter, was so das Einzelgespräch an Themen ergibt. Darf ich mal sehen? Okay. So, okay. Sollen wir mal gemeinsam drauf schauen? Okay, was sagst du denn dazu? Ich finde eigentlich, sieht ganz gut aus. Mhm. Okay, finde ich auch. Was hat sich denn zum Guten verändert, dass es jetzt gut ausschaut? Ich in den grünen Bereich bin jetzt. Ja, super. Ich bin mega stolz auf Sie. Das haben Sie ganz gut gemacht. Bei Essstörungen gibt es ja oft eine hohe Ambivalenz, weil einfach die, so paradox das klingt, Vorteile der Erkrankung oft sehr hoch sind und es super schwer ist, die loszulassen. Wie war denn das Wochenende? Eigentlich an sich war es ganz gut, nur war mal eine kritische Situation dabei. Was war denn so der konkrete Auslöser, dass zu einer kritischen Situation gekommen ist? Also meine Mama hat halt das Mittagessen vorbereitet. Mhm. Und dann habe ich ja gefragt, ob ich jetzt wirklich eine halbe Pizza, halt so eine große, essen muss. Mhm. Und sie hat das dann halt gleich aufgefasst, dass ich das halt nicht essen will oder halt das nicht machen kann oder so. Mhm. Und hat das halt irgendwie falsch verstanden, dass das halt nur eine Frage von mir war. Und dann ist halt zum Streit irgendwie gekommen. Verstehe, sie hat gern irgendwie so ein bisschen Rückmeldung bekommen, wieso ich denn das jetzt am besten machen. Die Mama hat verstanden, ich konnte es nicht. Die Essstörung ist da gleich wieder ganz laut und verbietet mir, die ganze Pizza zum Beispiel zu essen. Dieses in Kontakt kommen, in Beziehung sein, wissen, ich konnte dem Gegenüber helfen, sich selber zu helfen. Weil irgendwann hört ja mein Job dann auch auf. Nämlich dann, wenn der Patient oder die Patientin Strategien erlernt hat, ohne mich auch im Leben wieder besser zurechtzukommen. Tschüss, Leonie. Tschüss. Tschüss. Ist es ein Sorgenkind? Manchmal schon. Worüber machst du dir Sorgen? Dass wir die Funktionalität der Essstörung nicht so richtig auflösen können. Dass wir die nicht so gut ersetzen können durch gesunde Verhaltensweisen. Da mache ich mir manchmal Sorgen, weil ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, wo so dieser vehemente Anteil ist, dass es so schwer ist, die aufzugeben.
Meine früheren Lehrer waren einfach nicht so überzeugt, dass ich für einen akademischen Beruf geeignet gewesen wäre. Hallo. Als ich dann zu studieren begonnen habe und mir einfach klar war, das ist das, was ich machen möchte und das ist einfach das, wie mein Leben ausschauen soll später, da habe ich eine Zukunftsvision entwickelt, dann war das auch überhaupt kein Thema mehr, dass mir das schwer gefallen ist. Ich meine, fleißig war ich auch in der Schule schon, aber die Beine haben mir halt einfach, hat mir einfach Mathe gebrochen, ich weiß es nicht. Wohingegen Statistik im Studium dann wieder total super war und mir mega viel Spaß gemacht hat, weil es für mich so viel Sinn ergeben hat. Was passiert jetzt hier? Genau, wir haben jetzt um 9:45 Teamsitzung, wo wir gemeinsam die nächste Woche vorbesprechen, wichtige Anliegen der Station besprechen und dann nur eine Supervision zu den einzelnen Patientinnen machen. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Man studiert 5 lange Jahre mit echt vielen harten Prüfungen und viele hintereinander. Und dann muss man nochmal, anstatt in den Beruf anzufangen, nochmal komplett eine Ausbildung dranhängen. Ja. Manchmal habe ich mir gedacht, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Von einer anstrengenden Sache in die nächste anstrengende Sache. Aber am Ende kommt halt unterm Strich mehr raus, als es mich kostet. Also ich bin auch schon ein wissbegieriger Mensch. Ich will viel wissen und ausführlich wissen. Und das ist natürlich hier unendlich groß. Also das ist ja ein Wissenspool. Ich glaube, da braucht man 15 Leben, um alles zu erfahren. Sollen wir mit der Toolplanung starten? Mhm. Nächste Woche ist die Ina ja wieder da, 24 Stunden, oder? Ich bin wieder normal da, 32 Stunden. Doro, wie viele Stunden bist du nächste Woche da? Ja, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, genau. Müssen wir noch mal umverteilen? Ich gehe Mittwoch in die Gruppe. Ich will jetzt nicht sagen, ich mache das nicht, weil ich merke, ich habe eigentlich keine Kapazitäten mehr. Wenn der andere sagt, mir geht's aber echt auch genauso, dann tendiere ich tatsächlich schon dazu zu sagen, ich mach's. Es tut mir nicht so weh. Manchmal kriege ich die Rechnung dann am Ende des Tages und versuche daraus zu lernen. Aber das ist ja eher auch ein strukturelles Problem. Wenn ich meine eigene Arbeit so reflektiere und feststelle, hier hätte ich gerne ein bisschen was anders gemacht oder hier hatte ich das Gefühl, bin ich nicht so ganz da durchgedrungen, wo ich gerne hin wollte, dann denke ich ja zu Hause drüber nach. Jetzt mache ich den Beruf ja noch nicht so lange. Es werden jetzt dann bald ein bisschen was über 3 Jahre. Und ich glaube, dass jeder irgendwann so seine eigene Therapeutenrolle findet. Und das ist manchmal eine Herausforderung, aber es gelingt zunehmend besser durch die Berufserfahrung einfach und Supervision und Selbsterfahrung und alles, was wir in der Ausbildung halt auch unterstützend bekommen. Dann würde ich gern über Leonie was erzählen. Und zwar, die war am Wochenende ja zu Hause. Die hat mir erzählt, dass das ganz gut lief, aber dass es da eine Konfliktsituation gab. Und jetzt ist so meine Frage, es gibt ja auch Schuldgefühle, die nicht so adäquat auf die Situation passen und als sinnvolle Schuldgefühle. Was würdet ihr denn vielleicht darüber hinaus für eine Übung oder für eine Intervention machen, um mit so nicht zur Situation passenden Schuldgefühlen umzugehen? Naja, da gilt es natürlich vor allem zu differenzieren, welche Reaktionen der Eltern auf Kosten der Erkrankung gehen. Ne? Mhm. Also da wird auch adäquater Stress vorhanden sein bei den Eltern und Belastung. Ne? Mhm. Also damit muss sich die Patientin auch konfrontieren, weil das ist ja etwas, was sie auslöst. Genau. Aber sie wird nicht für das gesamte Befinden ihrer Eltern die Verantwortung tragen. Also idealerweise sollten wir es mit den Eltern gemeinsam besprechen im Rahmen eines Familiengesprächs, ja, dass die ihr rückmelden, welche Verhaltensweisen was bei ihnen auslösen. Ja, trifft sich gut, die kommen nämlich morgen. Tja. Toll, Leonie, dass Sie wieder hier sind. Das haben wir uns ja heute Morgen schon gesehen. Und wir haben ja jetzt dann gleich nur eine gemeinsame Unternehmung, sag ich mal. Und zwar eben, dass wir gemeinsam Kuchen essen gehen. Ja. Magst du kurz erklären, warum wir das jetzt machen? Damit ich halt die Angst davor abbaue, also weil halt Kuchen was Schwieriges ist zum Essen, damit ich das halt dann auch mal wieder essen kann. Genau. Was ist denn so der Gedanke oder die Befürchtung, was denn während dieser Exposition passieren könnte? Wovor fürchtest du dich denn?
dass ich jetzt von dem Kuchen halt total viel zunehmen kann. Okay. Haben wir nicht auch schon mal gemeinsam eine Kuchenexpo gemacht? Nee, eine Eisexpo. Eine Eisexpo haben wir gemacht, ja? Was sagt denn eigentlich gerade so die Essstörung? Gerade eigentlich noch nichts. Ich glaube, das kommt erst, wenn ich dann im Aussuchen bin oder den Kuchen dran habe. Okay, die ist also gerade noch ganz still. Sehr gut, das ist ja schon mal was. Wenn Sie das jetzt so sehen, die ganze Kuchenauswahl, was geht Ihnen denn da gerade durch den Kopf? So viel Auswahl. Erstmal so viel Auswahl. Okay. Gibt es denn was, wo jetzt die Essstörung total laut sagt, auf keinen Fall essen wir das? Ja, hat irgendwas mit Sahne oder so. Irgendwas mit Sahne oder so, ist ganz kritisch? Ja. Okay. Schwierig ist noch so Käsekuchen oder so. Mhm. Okay. Was würden Sie denn sagen, halt so vom Level Ihres Muts? Wäre das was zum Probieren heute? Ja? Okay. Sicher? Ja. Dann dürfen Sie den gern bestellen. Ja, ich hätte gern den Ricotta-Orangenkäsekuchen. Ricotta? Ja. Hallo. Hallo. Einmal die Himbeer-Buttermilch. Bei mir. Bitte schön. Dankeschön. Und einmal der Ricotta-Kuchen. Danke. So, jetzt sind wir in der Situation, jetzt steht der Kuchen vor Ihnen. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Dass ich das nicht essen soll oder dass das zu ein großes Stück ist. Mhm. Okay, also die Essstörung wird gerade laut und sagt die Stimme im Kopf, auf keinen Fall solltest du das jetzt essen. Was macht denn die Angst? Die ist jetzt schon höher wie vorhin. Vorher warst du bei 7. Wo ist denn die jetzt von 0 bis 10? Zwischen 8 und 9, glaube ich. Also schon noch mal ganz schön angestiegen. Ich bin gerade irgendwie nervös ein bisschen. Mhm. Ganz normal, wenn man Angst hat. Sollen wir mal überprüfen, ob das was Bedrohliches ist, was da vor Ihnen auf dem Teller liegt? Okay. Sollen wir starten? Ja. Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Danke. Hat deine Stimme im Kopf gesagt? Dass ich den halt dann auf keinen Fall nehmen darf. Mhm. Und jetzt haben Sie sich dagegen entschieden. Welche Sanktionen droht die Ihnen jetzt an? Also sie sagt jetzt nicht unbedingt, dass ich was tun soll. Sie beschimpft mich halt eher, weil ich es gemacht habe. Okay, also sie ist gar ganz laut und schimpft mit Ihnen. Das macht mich ein bisschen verzweifelt, halt auch wütend. Mhm. Wollen Sie beim nächsten Bissen mal noch ein bisschen mehr auf die Gabel machen? Das würde so die Essstörung noch ein bisschen mehr ärgern. Okay. Wie geht's denn jetzt? Eigentlich ganz okay. Was bedeutet das genau? Die Erstörung sagt, ich hätte es nicht tun sollen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat der gesunde Anteil, der halt jetzt stolz ist, dass er es getan hat. Mhm. War das jetzt ein kleiner Durchbruch für die Leonie? Also ich fand auf jeden Fall, dass wir uns gut gesteigert haben, so von der Angsthierarchie der gefürchteten Lebensmittel. Und ich würde sagen, schon. Ja. Also nach dem positiven Verlauf vom Wochenende und dann gleich direkt zu einer Expo angeschlossen, ist das wirklich eine super Sache gewesen heute. Wie geht's dir? Gehst du auch ein kleines bisschen raus und denkst dir, ja. Schon. Schon, gell? Bist schon ein bisschen stolz auf dich, oder? Ja. So ein Mischgefühl jetzt, so einerseits total stolz und gleichzeitig immer nur so ein bisschen Befürchtungen wahrscheinlich. Aber ganz wichtig, dass Sie sich heute da wirklich was Gutes tun, um auch dieses stolze Gefühl, das Sie gerade haben, noch mal zu unterstreichen. Ganz dick und mit Leuchtstift und genau, damit es zur Geltung kommen darf.
das ist ja im Prinzip die Quintessenz des Berufs, zu sagen, ich habe jemanden begleitet und geholfen, dass er in zukünftigen Situationen alleine damit zurechtkommt. Das macht mich zufrieden. Wenn ihr wissen wollt, wie die Psychotherapeutenausbildung aufgebaut ist, dann klickt hier. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr Lust habt, mehr über das Psychologiestudium zu erfahren, dann klickt hier. Und wenn ihr mehr über Alpha Uni wissen wollt, dann klickt hier.